So, dann versuche ich dir mal zu erklären. Ich mache als allererstes packst du erstmal Futter. So einen Löffel, je nachdem wie viel er frisst, erstmal einen Löffel. Und dann vom Leitungswasser, aber auf ganz heiß gestellt, bisschen rein, nicht so viel. Und dann rührst du so langsam. Und das fängt an zu klumpen. Und ist ganz normal. Wenn du siehst, es ist zu flüssig wie Wasser, dann machst du ein bisschen Futter nochmal nach. Aber nicht viel. Und du siehst, es klumpt. Und ich mache immer so, nehme extra Schale, da packe ich heißes Wasser vom Wasserkocher und setze den da rein. So wird das warm. Erstmal zu heiß. Und dann mischst du das, bis es keine Klumpen mehr gibt. Momentan sind überall Klumpen. Und dann, es ist zu dickflüssig, paar Tropfen. Wieder, na, ganz wenig und dann wieder rühren. Erstmal ist es zu heiß. Das zum Beispiel, guck mal, so rum, es ist zu fest. Ne, das ist zu fest, zu klumpig. Nochmal ein bisschen Wasser nachkippen. Dann alles wieder von vorne. Richtig schön mischen. So lange mischen, bis keine Klumpen mehr drin sind. Du wirst das zu Hause sehen. Es klumpt sich. Ein, zwei Minuten locker mischen. Ich weiß nicht, ob du das so sehen kannst. Das sind Klumpen. Siehst du da, ne? Und das mischt man, bis das weg ist. Und dann packe ich wieder im heißen Wasser, so Untersetzer. So wird das Futter automatisch heiß. Ungefähr so, wenn es vom Löffel runterfällt, ne, nicht mehr so kleben bleibt, ist es gute Mische. Er darf nicht so fest, auch nicht wie Wasser auf jeden Fall. Ein bisschen muss es fest sein. Sagen wir mal, so, der kann jetzt wieder weg. Bisschen abkühlen lassen. Ich stelle das meistens so. Den Thermometer stecke ich hier so rein. Du siehst, 43 zu heiß. Also ist es definitiv zu heiß. In der Zeit einfach weiter rühren. Und das kühlt schnell ab. Wichtig ist, dass du viel rührst, damit die Klumpen raus sind. So, in der Zeit nochmal messen. 36, 37, 38. Ne, ist schon runtergekommen, Temperatur. Auch wenn es bei 39 ist. Jetzt ist 39. Eigentlich jetzt ist perfekt, weil ich stelle das meistens so schräge hin, weil bis ich es in die Spritze nehme, ne, Spritze rein, ziehst du hoch, meistens in der Spritze noch Luft,
Das drückst du dann wieder raus. Dann warte. Dann klopfst du ein bisschen. Ne? Und dann, wie beim Babyfutter, tropfst du das hier zum Beispiel hin. Fühlst du. Ne? Jetzt mache ich das ein paar Mal mehr. Dann siehst du, es brennt nicht mehr, tut nicht weh. So kannst du das gut messen. In die empfindliche Stelle, wie man das bei Babys macht. Und dann nimmst du das Küken, warte mal kurz. So, Beispiel die Kleine, obwohl die hat jetzt keinen Hunger, dann gehst du hier in diesem Topf, die Spitze machst du ein bisschen so mit Futter, ne? Du, dann geh mal ab, tastest du hier vorne an dem Schnabel, ja, die hat jetzt keinen Hunger, ne? Wenn sie Hunger hat, macht sie normalerweise auf und dann spritzt du von links nach rechts. Guck mal. Warte, oder? Du, ich weiß, du hast keinen Hunger. Ne, verstehst du, was ich meine? Ne? Hältst du so vorne in die Spitze. Oder? Du hast keinen Hunger, ich weiß. Oder? Du. Back, ne, hab hier back. Ne, und dann halt spritzt du so. Die macht normalerweise den Mund auf und dann langsam, langsam rein. Ja, übrigens. Das ist der Älteste. Der hier. Guck mal, der hat Haare hier. Das ist deins. Ja, willst du mal Hallo sagen? Guck mal da. So, warte kurz. So, das ist der andere Gelbe. Gucken, ob der, der Vater hat aber alle schon gefüttert. Normal hältst du so fest, den Kopf so. Ne, und dann machen die Schnabel auf. So, und dann bisschen rein. Aber die haben alle jetzt keinen Hunger. Guck mal, der hat noch keine Haare hier. Der ist jünger. Das ist Nummer 3, glaube ich. Ne? Und wenn du Fragen hast, schreibst du oder rufst du an. Ne? Und später, wenn man macht nicht so viel, es bleibt immer was über. Ein, zwei Stunden kannst du das stehen lassen. Immer, dann kippst du halben Löffel wieder nach, zum Beispiel, und wieder Wasser dazu. Ja, später wird das trocken. Auf jeden Fall nicht so fest, nicht so flüssig. Irgendwann hast du aber den Dreh raus. So. Manchmal dauert das etwas länger. Deswegen in der Zeit lasse ich das immer in dem heißen Wasser. Dann bleibt das Futter auch warm. Dann nehme ich raus, rühren, wieder mit Spritze rein. Ne, dann sieht das so aus. Die haben jetzt alle keinen Hunger. Der Vater hat sie alle gefüttert. Normal machen sie den Mund auf. Habe ich dir ja Video gezeigt. Und dann spritzt du so ganz langsam rein. Die frisst das schon alles auf. Bei Fragen einfach schreiben dann.